Und hier könnten wir wieder zurückgehen. Ja, das ist ein Fluss, der gabelt sich hier. Oder es sind zwei Flüsse, die hier zusammenlaufen. Das ist schwierig zu sehen, in dem Spiel jedenfalls, wie die Strömungen laufen. Vor allem, wenn es regnet. Noch mehr Lindwurmbabys. Wow, immerhin, du bist zu nah im Gefahrenbereich. Und ihr beide hört auf, da rumzueiern. So. Was wollt ihr? Mensch. Was? Wenn die Chars so rumeiern, weil sie den Weg nicht richtig finden und man ihnen erstmal neu den Weg geben muss. Naja. Oh. Wächter. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ich schätze mal, wir haben Wächter des Eisentrons gefunden. Jo, immerhin spackt ein bisschen, weil sie keine Pfeile mehr hat und wir sie auf Fernkampf gestellt haben. So. Und noch einer und dann sind sie alle weg. Gut. Wieder 20 Erfahrungspunkte pro Char. Ist nicht viel, aber ist etwas. Und wir wissen schon mal, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber wir sollten die Wächter schon durchsuchen, ob sie irgendwas dabei haben. Was wollt ihr? Gut. Wobei ich davon ausgehe, genau, sie haben nur Rüstung, Waffe und Schild. Das war wohl eine Patrouille. Wir sollten uns also vorsehen. So, Minsk hat ein paar Sachen. Wir haben doch genug Schleuderkugeln. Stab der Furcht, den könnten wir bald mal gebrauchen. Ich glaube, ich werde mal jetzt, wenn wir dem Lindwurm begegnen, der dürfte ja hier sein. Wir haben ja auch im ersten Waldgebiet von jemandem gehört, der den Lindwurm jagt. Der wollte sich sogar in unsere Gruppe reinschummeln, sozusagen. Ich glaube, da werde ich mal die beiden letzten beiden Schriftrollen, die ich noch habe, verbraten. Dass ich Platz für Stäbe und Tränke bei Dünner hier habe. Schriftrollen sind zwar immer nett, aber die Slots kann man auch für was anderes benutzen eigentlich. Vor allem in so einem etwas schwierigeren Kampf, und ich stelle mir den Kampf gegen den Lindwurm etwas schwieriger vor. Jo. Werden wir ein bisschen Feuerpower brauchen können. So. Da sind wir schon wieder am Waldrand. Wir haben also das oberste Eck aufgedeckt. Und das hier sieht aus wie eine Höhle. Okay. Vielleicht treiben sich vor der Höhle wieder Lindwurmbabys rum. Da sollten wir vorsichtig sein. Und ich glaube, bevor wir in die Höhle gehen, buffen wir uns ein bisschen hoch. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Ja, meckert du weniger rum. Talisa ist eine gute Anführerin, das sagen die anderen jedenfalls. Du bist also 5 gegen 1 oder 4 gegen 1, wenn man Talisa selber nicht mitzählt. So, gehen wir einmal um die Höhle herum, dass wir alles aufgedeckt haben. Dann gehen wir vor der Höhle nämlich dann direkt weiter.
So, da ist die Höhle. Die sieht schon mal ziemlich groß und ausladend aus. Wächter. Also noch ein paar Halbstarke. So, noch einen weg. Ich hab genug davon. Kannst du mal aufhören, so wegzurennen hinter der Höhle herum? Ja. Nichts leichter als das. Ich glaube, das ist im zweiten Teil nicht mehr ganz so nervig gewesen. Meine Klinge würde ich nicht mit ganzem Herzen So, Wächter tot. Ihr seid Wächter des Eisenthrons. Wie könnt ihr da in Panik verfallen und wegrennen? Ihr seid doch keine Kalids. Ja. Wahrscheinlich haben die alle morsche Rüstungen gekriegt, die von Malahi vergiftet wurden. Deswegen haben sie so einen Schiss. So, die Höhle. Unsere letzte Anlaufstelle in dem Gebiet des Waldes. So, alle mal sammeln. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Was immer ihr braucht. Deine Geschosshalskette hat noch Ladungen. So, einmal Quick Save. Dann sprichst du göttliche Macht auf dich. Du sprichst Furcht bannen. Und dann einen Segen. Du kannst Geflammtklinge sprechen. Und jetzt noch ein Gebet. Ich bin ganz vor. Du könntest ein paar Furcht vor dem Bösen sprechen. So. Und so. Ja, gut. Schnell, bevor das der Segen wieder abklingt. So, und jetzt gehen wir da rein. Oh, und es sind nur normale Lindwürmer. Hm? Ja, zwei Babys und zwei große Lindwürmer. Was immer ihr braucht. Verriss das. So, und fressen im Feuerpfeil. Und jetzt frisst du noch einen hiervon. Und erledigt ist das Ganze. Lindwurm B. Wie? Und den Lindwurm töten. Ihr habt eine Aufgabe? So. Ja. Auf eine Erfahrung. Das hat alles andere hat geholfen und Irk. Nichts leichter als das. Ganz einfach, wirklich Irk. Wir haben Lindwurmköpfe. Zwei Stück. Da müssen halt die Köpfe von den Lindwürmern herhalten. Ich sehe einen Haufen toter Kühe, Pferde und... Ach du meine Scheiße, mir wird schlecht. Da sind Eier. Okay, der Lindwurm hat schon mal bessere Zeiten gesehen. Das war nämlich der Lindwurm. Der Lindwurm. Jemine. Das Böse laut hinter jeder Ecke. Man muss aufpassen, wohin man tritt. Genau, hier gibt es noch was zu plündern. Ich wusste doch, dass es hier noch was gibt. Ein Stab, ein paar Edelsteine und eine Rüstung. Und du kannst deinen Hammer wieder in die Hand nehmen. Stab für dich. Edelsteine zu Kalid. Stab der Furcht. Ich hätte gern den Lähmungsstab erstmal und ja, auch ein Stab der Furcht. Noch ein Stab der Furcht. So.
Und ja, Hira kann jetzt mal die Geschosskugeln abgeben. Immerhin hat noch genug Pfeile. Und wir schleppen zwei. Der abgetrennte Kopf eines Lindwurms ist zwar furchteinflößend, aber zugleich auch beruhigend. Sein mit Fangzähnen bewehrtes Maul und seine stechenden Augen lassen einen erschauern. Und zugleich ist der Gedanke, dass er auch von gewöhnlichen Sterblichen niedriger Stufe besiegt werden kann, sehr beruhigend. Was? Danke. Nichts leichter als das. Okay, noch 7500. Wir haben ja jetzt schon fast die Hälfte von dem, was ich vorhin gesagt habe, was wir brauchen zusammen. Sehr schön, sehr beruhigend. Können wir hier drin rasten? Ja, scheinbar. Ja? Will ich hier drin rasten, ist die andere Seite. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ich meine, wenn ich mir das so mal ansehe. Was wollt ihr? Dann will ich lieber ganz schnell das Weite suchen. Was? Wenn ich mir diesen Ort hier so ansehe. Ja, allgegenwärtige Autoritätsperson. Ein Haufen tote Pferde. Sind das alles tote Leute eigentlich? Das wäre noch schlimmer. Oder ist das irgendwas anderes? Ne, das hier ist das Nest aus Holz gebaut. Hier waren die Dracheneier drin. Die Würmeier. Ja, beinahe unter meiner Würde. Scheußlich. Echt scheußlich. Nichts leichter als das. Verschwinden wir schnell von hier. Weiter zu den Minen. So. Da unten scheint die Brücke zu sein. Wir gehen aber erst einmal oben außen rum. Ob es hier noch Patrouillen gibt. So wie der einen, der wir vorhin begegnet sind. Jo, weil das Gebiet hier scheint auch wieder größer zu sein. Ach, nebenbei ein Quicksave. Immer am Anfang eines neuen Gebietes ein Quicksave machen. Wir könnten. Ich weiß nicht, ob wir hier auch noch Söldner der kalten Hand begegnen können. Das wäre nämlich noch garstiger. Das wäre richtig garstig eigentlich. Einem Wolf können wir auf jeden Fall begegnen, beziehungsweise einem Wolfsrudel. Für die Gerechtigkeit. Dies ist mein Wort. So. Weg mit dem Wolfsrudel. Hallo Eichhörnchen. Hallo! Bleibt, wo ihr seid und nennt euren Namen. Ich bin Talisa und das ist meine Abenteurergruppe. Was beabsichtigt hier zu tun? Der sieht auf jeden Fall aus wie ein Wächter des Eisentrots. Wir können ihn jetzt anlügen und sagen, wir haben Gerüchte über Lindwürmer in der Gegend gehört. Wir haben gehört, dass der Eisentron in diesen Wäldern Unwesen treibt und sind hier, um das zu untersuchen. Wir haben von Lindwürmern in der Gegend gehört. Lindwürmer? Ja, mit furchterregenden Fängen und genug Gift in seinem Schwanz, um ein Pferd 10-mal hintereinander zu töten. Oh, kein Grund zur Sorge, sie sind ziemlich gebietsgebunden. Wenn ihr nicht auf sie gestoßen seid, seid ihr wahrscheinlich relativ sicher. Nehmen wir das erste. Entschuldigt, wir haben anderswo einige wichtige Geschäfte zu erledigen. Okay, wir haben jetzt gerade den Typen dazu gebracht, einfach mal wegzulaufen. Die Alternative wäre gewesen, ihn zu töten, natürlich. Aber ich glaube, Talisa gehört zu der Sorte Mensch noch, die den Tod vermeiden möchte, wenn es geht. Vor allem, da sie ja jetzt eine Klerikerin ist. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen. Noch ein Rudel Wölfe. Wobei diesmal sind es nur zwei Stück.